Mich hat es interessiert, jene Stellen in der Stadt zu finden, wo Canaletto gestanden ist und für seine Stadtansichten gezeichnet hat. Hier hatte Canaletto die beste Übersicht am Himmelfahrtstag 1729 für das Bild «Die Rückkehr des Bucintoro», der vergoldeten Prachtskalere, mit dem die Geistlichkeit immer am 39. Tag nach Ostern auf das Meer hinausgefahren wurde, um es zu segnen. Das Schiff wurde später von Napoleons Soldaten zerhackt, um zu dem Gold zu kommen. Ist das ein farbiges Treiben gewesen um 1729? Schön, wie Canaletto in seinen Bildern immer kleine Alltagsgeschichten einbaut. Der kleine Balkon auf der Kirche ist noch, aber heute ohne Wäscherin. Kirche und Hausfassade waren um 1730 verputzt. Heute geht es der Kirche schlechter. Auch das einstmals hellblaue Zifferblatt hat seine Farbe verloren. Campo Santa Maria Formosa, ein belebter Platz für Mütter mit ihren Kindern, umgeben von großen Palazzi und herrschaftlichen Häusern. Der Palazzo Ruzzini ist heute ein Hotel. Hier, vom ersten Stock aus, hat Canaletto geschaut und gezeichnet. Die Sonne steht jetzt am Nachmittagshimmel. Canaletto arbeitete am Morgen hier. Schön ist es, hier zu sehen, wie damals auf dem kleinen Platz gearbeitet worden ist. Es ist Morgen, die Sonne steht schon ziemlich hoch. Während Steinmetzen arbeiten und Kinder spielen, wäscht eine Frau an einem Brunnen. Es ist derselbe Brunnen, der heute noch auf dem Platz steht. Ich stehe vor dem Eingang zum Arsenale. Hier wurden die Schiffe gebaut. Links davon der Campanile der Kirche San Francesco della Vigna. Was hat Canaletto mit dem Kirchturm gemacht? Er hat ihn um einige hundert Meter verschoben. Genau in den Mittelpunkt des Bildes. Ein Zufall ist das nicht. Leider ist der freie Platz vor dem Fonte Ghetto della Farina, dem Kornmarkt, heute überbaut. Aber daneben sieht man über den Eingang des Canale Grande zum alten Zollgebäude, das kaum verändert worden ist. Nebst der genauen Dokumentation der Gebäude hat Canaletto auch die damalige Kleidermode, die Menschen und ihr Tun genau geschildert. Und immer scheint die Sonne und wirft starke Schlagschatten. Hier stand Canaletto auf der Terrasse im ersten Stock und malte mehrere Übersichten über den Platz. Mit welcher Genauigkeit und Ausdauer hat er all die Arkaden gemalt und die Kuppeln des Domes und den von hier aus sichtbaren Teil des Dogenpalastes im Nachmittagslicht.